Nils erklärt den Brandschutz. Ohne Feuer bleibt das Würstchen kalt. Für Simon ist Feuer eine der besten Erfindungen der Welt. Man braucht dafür nur drei Dinge. Etwas, das zündet. Etwas, das brennen kann. Und Luft. Wenn sich so ein Dreier findet, dann lodern die Flammen. Es wird warm und man kann genüsslich sein Würstchen grillen. Brandschutzhelfer Nils weiß natürlich, dass Feuer auch gefährlich werden kann. Deshalb achtet er darauf, dass die Werkstatt feuerfreie Zone ist. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass in einer Werkstatt ein Brand gar nicht erst aufflammen kann. Zündquelle, brennbarer Stoff, Luft. Der Geschäftsführer, Herr Krause, sorgt dafür, dass alle wissen, wie man Feuer vermeidet. Dafür erklärt er allen die Sicherheitskennzeichnungen. So vergisst keiner, dass Rauchen total verboten ist und Kerzen in einer Werkstatt nichts verloren haben. Außerdem zeigt er, wo es überall gefährlich werden kann, wenn man nicht wirklich gut aufpasst. Alle achten darauf, dass nirgendwo ein Feuer ausbrechen kann. In jeder Werkstatt wird geübt, wer was zu tun hat, falls es doch mal brennt. Die Brandschutzordnung beschreibt genau, was im Fall eines Feuers zu tun ist. Das Allerwichtigste ist, ruhig bleiben. Panik macht immer alles schlimmer und bringt überhaupt nichts. Wenn es qualmt, wird sofort die Gruppenleitung informiert, damit alle schnell nach draußen kommen. Beim Weg in Richtung Notausgang muss man einfach nur an eine Straße mit Ampeln denken. Grün heißt, man kann sicher gehen, also immer den grünen Schildern hinterher. Keiner rennt, aber alle beeilen sich. Und weil nichts so wichtig ist wie die Menschen, bleibt alles andere liegen. Zum Glück wissen die Paten, an wen sie denken sollen. Deshalb wird niemals jemand vergessen. Weil Fluchtwege immer, immer, immer freigehalten werden, kann jeder leicht nach draußen gelangen. Mit dem Aufzug fährt keiner, wenn es brennt. Er könnte durch das Feuer stecken bleiben oder sich in einem Stockwerk öffnen, in dem der Rauch oder das Feuer noch viel schlimmer ist. Den Feuerlöscher dürfen sich nur Profis schnappen. So ein Ding im Arm sieht zwar cool aus, kann aber ganz schön ins Auge gehen. Wenn alles nach Plan läuft, treffen sich alle wohlbehalten im Freien auf dem Sammelplatz. Herr Krause schaut, ob wirklich alle da sind und ob es jedem gut geht. Dann können alle tief durchatmen und entspannt zuschauen. Denn alles war nur eine Übung. Und Übung macht den Meister. Schlaue Leute schauen sich gefährliche Brände nur im Fernsehen an. Sie wollen sich auf keinen Fall in echt die Finger verbrennen. Also achten Sie genau darauf, dass Feuer keine Chance kriegt. Dann geht es, wenn's heiß wird, gar nicht erst um die Wurst, sondern nur um ein leckeres Würstchen. Brandschutz. Und jetzt bist du dran.